was machen wir mit Piraten? Schniedeln, stark behaarten Piraten, schniedeln, riesigen, buschigen Piraten, schniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piraten, Schniedel, nie irrigierte Piraten, Schniedel, immer spritzbereite Piraten, Schniedel, rasieren wir jeden Morgen. Hilf und greif! Markiere und Kreis sind so lustig. Bitte mach mal Mel Mel. Und Dino, was ist mit Dinos? Oh, so stelle ich mir wirklich das so ungefähr vor. Ja. Guck mal hier, ey, das sind doch so Campingstühle wie hier immer so bei Oma am Campingplatz. Ne? Oder es gibt eine Mod, da kriegst du all diese Stühle und kannst sie selber bauen und benutzen. Echt jetzt? Wow! Wow, ja. Dann will ich sowas auch irgendwann haben. Ja, es gibt irgendwie 120 Alter. Millionen Sachen, die du bauen und benutzen kannst. Was ist da? Hier sind doch Kerzen und so. Alter, da wurden, glaube ich, irgendwelche Huldigungen gemacht. Mary Johnson! Mary Johnson! Bist du hier? Hey, das ist ja fast wie Geisterjägerspiel. Ist doch das lustig. Geisterjägerspiel. Ihr macht Geist. Mein Zipfel ist nass. Bei mir hat doch letztens jemand gesagt, hier Space Crew. Ich meine, du kennst Space Crew, ne? So ein Bomber Crew. Ja. Und irgendwer hat drunter geschrieben, das ist ja wie EVE Online. Nur halt mit weniger MMO. Und ich muss mir denken, Alter. Alter, ich habe ein Schwein erschossen. Alter, du Schwein. Au! Mach den Vogel tot. Doppelvogel, Rammschwein von Alter. Hinten. Gut, Gebocklied. Wo ist der Vogel? Riech ein Schweinekopf, den ich anziehen kann? Das wäre irgendwie pervers krank, oder? Das wäre richtig pervers, eine Schweinekopfmaske. Da fehlt nur noch so eine hässliche Richterperücke und dann bist du so ein richtiger Psychokiller. Jawohl, da steckt ein Pfeil in seinem dicken, hässlichen Bauch. Das ist der Schweinekopf-Richtermann. Vorsicht, er will den... Alter, was hat er da gemacht? Er will sich ein Schwein holen oder ein Stein. Oder ein Schweinstein. Sie spielen Raft. Im Jahr 2020. Rafti Raft. Haben keinen Respekt vor Natur und Greta. Nee, haben wir auch nicht. Nicht im Spiel. Scheiß auf dich, Greta. Im Spiel ist mir das egal. Was machst du da? Häutest du jetzt ein Schwein? Ja, aber die geben kein Fleisch, weil das Seuche ist, ne? Die geben nur Leder. Ja, aber gerade das wäre doch das Interessante gewesen. Seuchenfleisch essen oder was? Ja, so als kleines Spielelement und dann bist du vergiftet und verlierst so, zwar richtig langsam, aber du verlierst halt, weil du krank bist, durchgehend Zeug und du musst halt irgendwie... Heilmittel, the cure. Ja, das Heilmittel finden. Boah, das wäre krass, ne? Schieß mal auf ihn. Bam! Ja! Ja, ich hole seinen Kopf. Den hänge ich an die Wand. Oh Gott. Ich bin voll. Moment. Hier. Boah, geil, Alter. Ich bin Birdman. Ich bin Birdman. Vogelmann. Er ist Vogelmann. Vogelmann. Spiel ist doch gut. Nimm alles zurück. Wo war nochmal Vogelmann? Ich weiß gar nicht. War das auch hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich erinnere mich nur gerade daran, dass wir irgendwann schon mal Vogelmann gerufen haben, aber ich weiß nicht mehr, wieso. Weiß es auch nicht mehr. Aber wir haben schon oft Dinge mit Mann und Mund gerufen. Guck mal, Mundmann. Alter, es gibt ja richtig hier so ein zischendes Geräusch. So, ich muss da hoch. Rüber zu Major Bubble. Wo kann man denn hoch? Ach doch. Ja, und dann gehst du hier so, glaube ich, ran. Wow, Vogelmann! Waren wir denn schon in der Medikus-Hauptstube jetzt, ja, ne? Ja, da waren wir doch eben bei Dr. Medikus. Ach so, und da haben wir ja den Dings gekriegt. Au! Mein Gesicht. Ja, aber die Vogelmaske nervt hart. Ach so, hast du den Schnabel im Gesicht, oder was? Ja, man hat immer so ein bisschen Schnabelmund. Ein bisschen Parker-Schnabel. Nee, da kommst du gar nicht lang. Dr. Schnabelinger. Parker Schnabel, der hat bestimmt viel Geld. Oder ist doch dieser Typ aus dieser Goldrush-Sendung da. Ja, aber hier, wie heißt er denn, der Vito Schnabel oder wie der heißt? War noch so ein Schnabelmann. Benötigen drei Teile eines Ladegeräts. Oh, die Bürgermeister Organbox. Hinweise, Metallbarren, Scharnier. Hat Hinweise? Mann, wir brauchen. Auch mit. Mein Zeug hier loswerden. Ich esse jetzt mein ganzes Essen schnell. Wir hätten irgendwie erst zur Kiste vielleicht gemusst. Aber ey, sowas wäre auch geil, wenn man sowas bauen könnte, ne? Auf dem Raft. Hier so ein Trailerpark, ey. Das wäre richtig gut. Ja, kannst du ja. Mit Mods kannst du alles. Direkt neben dem Casino. Mit Mods kannst du hier die Trailer-Siedlung. Wo die fetten Mamas. Ja, aber du weißt doch genau, was da passiert. Lernen. Was passiert denn dann? Das wird abstürzen und alles wird kaputt sein. Keine Eier mehr in der Hose, was passiert? Dann ist der Safe wieder weg. Das wir sind halt Gamer am Limit. Gamer waren wir schon immer.
Sie sind Gamer am Limit. Du hältst sie nicht auf. Oh, hänge ich hier irgendwie cool ab? Ja, ziemlich cool. Naja, cool würde ich jetzt... Ich geh mal hier hoch und guck mal hier. Gegenstände sind hier. Nee, beim Limit. Wir brauchen hier noch so ein Ding, so eine Spritzbuchse. Ja, wo kriegen wir denn jetzt hier das letzte Loading-Kabel her? Weiß ich nicht. Weil eins fehlt uns. Ein Kabeli fehlt uns. Wir brauchen noch ein Loading-Kabel und... Kriegen wir dann die Koordinaten? Oh, hier oben ist ein Aktenkoffer. Wow! Tarnerz ist da drin. Zahnarzt? Ja. Titanerz. Titanerz, ja, Alter. Nicht dein Zahnarzt. Den habe ich nicht gefunden in dem Trailer. Entschuldigung. Titan, hier liegt ein Hinweis. Warum hast du den nicht aufgehoben? Keine Ahnung, der wurde mir nicht angezeigt. Der war doch hier in der Kiste. Tanga Bay. Tanga Bay? Ja, 477. Jetzt nach Tanga Bay. Ja, aber 477, das sind doch nur drei. Und auch eine 7. Ach so, 4777, okay. Aber jetzt, ich will den Ladeschmu. Ich will den Ladeschmu, hier fehlt noch ein Kabel. Ja, dann mach mal. Mach mal, Kabel. Ach, hier waren wir, Moment, wo waren wir jetzt überall? Ich weiß nicht, mein Gesicht war überall. Unten ist noch eine große Spaßkiste, ne? Meinst du das Kabel? Nee. Kabal ist immer irgendwo anders. Warte mal, ich gehe nochmal hier hoch. Kabal? Also, eben waren wir hier beim Major. Ah, hier war die Trailerparkstätte. Und hier geht's zum Dr. Geschwür. Dr. Picklund. Also, wo könnte noch ein Kabal sein? Ich weiß nicht. Dr. Manfred Picklund sagt. Kabal? Guck mal, der Dodo ist ganz ruhig, wenn ich in der Nähe bin. Ne? Ganz ruhig und friedlich. Ja, ja. Da kommt Kreis um die Ecke und das nennt man Schockzustand. Dreht durch. Nee. Ganz niedlich, friedlich, kommt ihr hierher, knabbert ein bisschen an meinem Finger, sagt, du bist ein guter, Kies, du bist ein guter. Dann kommst du um die Ecke und das Dodo-Trauma beginnt. Ja, beruhig dich, Dodo. Ja, ich weiß, wir reden über Kreis. Er kann ja nichts tun. Es ist vorbei. Es ist endlich vorbei. Ja, und jetzt? Nix Kabel. Nix Kabel, ich gucke. Vielleicht finde ich was. Ich muss halt hier ein bisschen forschen. Ich kann ja nicht hier sagen, Kabel... Aber waren die irgendwie an markanten Orten? Ich schätze, sowas ist immer an leicht markanten Orten. Dr. Kabelowitz. Wakanda ist... Da wohnt aber jemand anderes in Wakanda. Macadamia, Wakanda? Nee, warte mal. Hier käme man noch hoch. Ich glaube, hier auf dem Ding... Oh, ist es... What? Wo bin ich jetzt? Ich gehe nochmal hier zu Doc Hudson und suche mal hier, wir sind Fixbesteck. Ja, aber denkst du wirklich, bei Doc Hudson ist Fixbesteck? Ja, ich weiß es nicht, aber... Ein Gefühl sagt mir, hier oben könnte was sein. Es ist irgendwie voll schwierig, da ranzukommen. So, jetzt musst du hier rum. Ich meine, du hast doch gerade den Code in der Kiste zurückgelassen. Also. Aber Code in der Kiste? Ja, den Code, den wir brauchen, um nach... Wakanda. Tanga Bay. Ah, hier oben habe ich noch mal ein bisschen was zum Entdecken, aber irgendwie. Oh, hier geht's auch noch mal hoch. Gibt's nur Schubladen mit Schmutz? Oh! Nö, aber nur so eine Kiste, die sah zwar cool aus, aber das ist so eine Werkzeugkiste. Aber nichts. Die Luft wird langsam hier dünn. So hoch oben, wie ich bin. Nee, hier ist nix. In Waka Bay. Wie bist du denn da überhaupt hingekommen nach Waka Bay? Ey, was ist das da drüben? Da könnte noch was sein. Guck mal, hier ist auch... Hä? Was meinst du? Hier ist nochmal so ein Schild. Mit so einem Symbol. Ich glaub, da waren wir noch nicht. Auf diesem komischen Ding. Warst du jetzt auf diesem ganz hohen Nippel? Ich war jetzt auf einem Nippel, aber da ist nichts. Der ist durch. So ein Trailerpark-Nippel. Aber hier drüben ist noch ein komisches Ding. Die Frage ist nur, wie kommt man da hin? In welche Richtung ist das ungefähr? Warte. Hinterm Bürgermeister scheint es zu sein. Ach, da ganz unten. Mit so einer kleinen Brücke. Waren wir da nicht schon? Nee, da ist keine Brücke. Komm ich denn da hin?
Nochmal, ich kann. Ah, hier geht's auch nochmal rein. Boah, hier ist noch voll das verwirrende Eck. Jetzt aber hier hoch. Hier ist eine Leiter oben. Ich muss zu diesem Marktplatz. Ah, hier geht's hoch. Warte mal, also du meinst jetzt nicht dahinter, wo wir die Rakete abgeschossen haben, weil da ist dahinter. Ich hab's. Ah, da hat das ja der junge Bursche. Ich dachte schon, wir werden hier für immer festsitzen. Nein. Nature Keys ist Ehre. So. Das müssen wir nochmal mal rüber, ne? Zum Major Man. Ich bin ja schon beim Major Man. Quasi. Hui. Und dann müssen wir hier hin. Was habe ich hier? Onkel Major. Nimm mal das hier. Bauplan. Onkel Major sagt. Nimm den Bauplan. Bauplan, Ladegerät. Warum? Brauchen wir den überhaupt? Jetzt können wir es machen. Ja, aber muss ich den im Inventar haben? Nee, ne? Nein, das weiß ich nicht, ne? Eigentlich. Alter, hier sind auch noch irgendwelche geheimen Sachen, da kannst du rumdicken. Charles Dicklow. Ich stecken mal ein. Hast du einen Dicker dabei? Ich hab irgendwo eine Schaufel, glaube ich. Ja. Ich wollte ja viel Schlamm mitnehmen. Schlamm. Hier kannst du schlammen. Ein bisschen was zum Dicken. Unten bei ist doch ein großes Dickding. Wenn du hier rüber rutschst und dann hier runter gehst. Wie komme ich denn da hin? Muss ich hier runter oder? Ach, du irgendwie runtergearbeitet. Alter. Hier ist ein Riesenhaufen. Guck mal an, der ist richtig groß. Hm. Achso, ich muss gedrückt halten. Und? Was da drin? Schmutz. Und ein Stein. Schmutz und Steine. Nimm mal Schmutz mit. Aber wo ist mein ganz anderer Schmutz? Weiß es nicht, aber Schmutz brauchen wir noch zum Erforschen. Und Titanerz habe ich jetzt zum Erforschen. Angeblich findet man Titanerz nur mit einem Metalldetektor. Und wozu brauchen wir das? Daraus kann man dann wohl Titanbarren machen. Und die darf man aber nur damit in DLC3 benutzen. Darf man in DLC3 dann Dinge machen, ja. Uiuiui, da bin ich ja mal gespannt. Hey, die sind kostenlos, halt mal Fräse. Aber das ist schon eigentlich echt ein Service, wenn man mal bedenkt, ne, dass sie kostenlos sind. Ja, das stimmt. Da können nicht viele mitspielen, was das angeht. So, ne? So, wir werden schon wieder gegessen von Bruce Darnell. Die meisten denken sich, oh ja, weißt du, 5er quetschen wir dafür aber noch aus jetzt. Oder genau, 5er. Für 5er kriegen wir aber die DLC, Junge. So, ich leg mal hier Sachen rein, wichtige Sachen. Ich bin schon wieder völlig disorientiert. Ach, da hinten ist ich bin schon auf dem Ding da. So. Einschalten. Also 7. Nee, was war das? 4, 7, 7 oder? 4, 3 mal die 7, oder? Ja, ja. Alles voll gemacht, schon wieder. Ja, weil wir einfach zu viel Dreck haben. Ja, das ist schon. Ne? Ja. Ja. Das ist schon was. Das ist schon ein Stück, ne? Muss man ja mal sagen. Moment. Oh, das Lenken hasse ich. Dreh dich, du brauchst so lange. Piep, piep, piep. Lass mich hier wegbewegen, Mr. Cheep, Cheep, Cheep. Ordentlich drehen, 1800 Foot. So, mit 3800 Foot. Geschwindigkeit. Ne, warte, wir müssen eh noch viel weiter drehen. Dann geht du ans Steuer. Noch ein Stück. Ach so. Geh ans Steuer. Ich mach die Motoren an. So ungefähr die Richtung. So, wollen wir eigentlich ein paar Tiere zum Liebkosen noch einfangen?
meinst du für unterwegs? Ja, wir müssen ich was irgendwie, bauen. Ja, aber ich habe irgendwie so dieses Bedürfnis, was zu liebkosen. Bisschen liebkos verlangen. Ja, du kannst ja kosen, wie du willst, aber musst halt erstmal was bauen, um zu kosen. Ich baue dann auch. Ich mache dann hier so ein Eckchen. Vorher bauen. Ich mache meine Koser-Ecke. Ja, dann, wie gesagt. Ich bin nämlich Teil der Cosa Nostra. Dann kannst du die kosen, wie du willst. Guck mal, ich sammle hier schon meine Koser-Materialien ein. Da kannst du kosen, wie du magst. Wir müssen hier erweitern. Brauchen wir Holz. Ja, hast du doch alles. Kannst du alles machen. Niemand hindert dich daran. Dachte, ich dürfte nicht. Guck mal, aber dann müssen wir jetzt mal hier, wenn wir zu einer Insel wollen, wo wir hunten gehen können, müssen wir jetzt hier eigentlich... Ja, so hier lang. Ich kann es ja nicht sehen. Alter, jetzt drehst du aber wieder genau auf die Insel zu. Ja, ja, nee, wir müssen... Und dann so hier. Jetzt hier geradeaus. Dann kommen wir auf so eine Liebkosa-Insel. Ja, wir kommen immer auf irgendwelche Inseln. Das ist alles kein Problem. Ja, aber wir bauen ja eine große, wo man halt Liebe finden kann. Ja. Der hätte ja auch hier was mitnehmen können. Hier ist doch auch ein Dodo. Ja, aber... Den will ich nicht. Der ist schon vorbelastet durch deine Anwesenheit. Den hast du schon zu sehr rangenommen, den kleinen Dodo. Der zittert doch schon. Er ist ja gar nicht mehr belastbar. Oh, trinken bräuchte ich auch mal jetzt wieder langsam. Habe ich gar nicht drauf geachtet die ganze Zeit. Ich habe hier so ein Doppelflaschensystem, das läuft. Zwei-Flaschen-System. Zwei-Flaschen. Wollen wir schon schlafen legen, weil es voll ekelhaft dunkel. Ja, warte, ich trinke. Danach bist du doch eh wieder durstig. Legen Sie sich da mal rein, Herr Kreis. Ich lieg doch. Was machen wir eigentlich mit dem Titanschmutz? Ja, wie Titanschmutz schmelzen, oder nicht? Oh, Ladegerät. Dafür brauchen wir Titanbarren. Aha, siehst du. Aber wir haben nur einen Barren. Wir brauchen also erst einen Metalldetektor. Ja. Guck, wir sind immer noch an der Insel. Ist doch schon groß. Ah, das ist halt... Riesentrümmer, ne? Das ist schon ein dicker Klopper. Ist schon eine dicke Trümmergeburt. Der Trümmergeborene. Trümmergeborene. Der Trümmergeborene George. Eigentlich besteht das Ding aber auch nur aus Motoren, ne? Muss man fairerweise sagen. Muss man sagen, ja. Ist so. Es ist so. Jetzt haben wir auch einen guten Schub. Also wir haben hier jetzt irgendwie starken Melmel. Für Feuerwerk, da brauchen wir mehr Pulver, dann können wir Feuerwerk bauen. Aber wir haben kein Pulver mehr, oder? Ich weiß nicht. Außerdem würde ich eher jetzt hier so eine Netzkanone bauen wollen. Halt Tiere zum Liebkosen überreden. Hä? Irgendwo beißt der Hai schon wieder was weg. Aber wo? Alter, da in der Ecke, die dumme Sau. Ich hinab. Boah. Ich werde jetzt das Raft ein wenig erweitern. Ihr wollt mir jetzt so nämlich deine ganze Kiste gefressen. Das ist gefährlich, wenn die da am Rand stehen. Ja, deswegen muss es auch jetzt erweitern. Wir müssen auch unsere Bienenzucht müssen wir auch machen, damit wir hier Biosprit bekommen. Der Bio-Entsafter. Ja, Alfred Bioschleck. Bienenschlecken will er. Das ist sein Begehr. Bienenschlecken ist halt was Schönes. Warum immer so schön im Mund? Stuhl, Teppich, Laterne. Mein Opa war Profi-Bienenschlecker. Wie können wir denn... Hat mal ein bisschen Respekt. Wie können wir denn... Haben wir schon Hängematte? Muss man es irgendwie erforschen? Federn brauchen wir dafür. Wir hatten doch irgendwo eine Feder, oder nicht? Irgendwo hatte ich welche reingelegt, ja. Aber wo? Keine Ahnung, Sigmar Schleckmail. Hier ist noch ein bisschen Pulver. Aber wie viel? Reicht es für eine Entführungskanone? Weiß ich nicht. Ein Pulver ist hier. Den Kreisnepper 4000? Eine Feder? Alter, wir verlieren aber auch gut Diesel. Wir verlieren richtig Diesel. Ja gut, das ist nicht mal eben so gemacht, ne? Ladegerät. Aber Hängematte, wo baut man denn eine Hängematte? Da, wo man Bett baut. Im selben Reiter. Haben wir die schon erforscht überhaupt? Lass mich gucken. Stuhl, Teppich, Kalender. Da. Ja, haben wir. 8 Federn. Mist, haben wir nicht. Deswegen bauen wir hier so eine Vogelplantage. Eine Vogelplantage?
Ja, was? So nennt man das. Ja, die ist ja aber eigentlich zum Essen gemacht, nicht zum Vögelfangen. Da kann man doch auch alles rausziehen. Da kann man Essen rausziehen, alles. Ich habe hier oben meinen Kartoffel-Major. Ja, und der bringt dir jetzt was? Kartoffel. Major Kartoffel? Major Kartoffel bringt mir hier... Ey, guck mal, der ist ganz verklebt. Was machst du denn mit dem? Warum ist der so verklebt? Na, weiß ich nicht. So habe ich ihn mitgenommen. Jetzt? Und damit machst du jetzt irgendwie Liebe? Nein, er beschützt nur mein Hab und Gut. Und der muss ja so verklebt sein. Major Kartoffel muss kleben. Major Kartoffel muss wegen Klebrigkeit nicht umgetauscht werden. Major Kartoffel ist von Natur aus klebrig. Irgendwie brauchen wir doch ein bisschen mehr Netze noch. Mehr fangen. More catchen. I want to catch more. You catch not enough. You have not catch enough. Okay, 500. Dann können wir hier noch ein Tier verschleppen. Wo ist das Krocherpulver? Boah, in irgendeiner Kiste da bei mir im Keller. Im Kistenkeller. Alter, du hast alles Holz aufgebraucht. Ja, klar. Ich habe hier hinten ein bisschen erweitert. Ah ne, hier ist noch genug. Erweiterungsecke. Ja, aber hier, ich mache hier noch einen Schutzstreifen drum erstmal. Damit der Hai nicht gleich die Kisten wegschnappt. Wir müssen auch bei den Motoren Schutzstreifen machen. Ja. Allgemein, wir müssen das Ding erweitern. Das Problem ist, mit jedem Streifen brauchen wir halt auch mehr Motoren, ne? Also je mehr wir aufs Raft draufzimmern, umso mehr Motoren brauchen wir, um es zu betreiben. Und wir haben echt einen guten Verschleiß jetzt schon mittlerweile. Also wir fressen gut. Ist da rechts eine von deinen Liebkoser-Inseln? Nee, das ist keine Liebkoser-Insel. Ja, du hast doch ein Liebkoser-Auge. Das müsst ihr ja sofort... Ich hab kein Liebkoser-Auge. Natürlich. Also ich kenne keinen, der so intensiv um die Welt reist und Tiere, ja. Und Tiere liebkost. Aber dafür bist du ja wirklich bekannt im Journal. Ja, weltweit. Weltweiter anerkannter Tierkoser. Ja. Ja, ist aber echt so. Weltweit anerkannter Tierkoser. Wir müssen überall kleine Türmchen bauen, damit wir uns sippen können. Weißt du, dass ich hier so mich rüber sippen kann, Major Tom ein bisschen kosen kann. Ich schaue aufs große Meer und lass mich von dir nicht mehr kosen hier. Aber wir brauchen dringend Tiere, sonst kommt der Mann immer nachts in meine Hütte. Und sagt, oh, boah, ich wollte mal hier deine Actionfigur sehen. Ey. Du bist derjenige, der es nicht aushält ohne persönlichen Lama-Diener. Lamas sind voll bockig. Ja, und du musst sie kosen. Der alte Kosbock. Kosbock mit Lama-Gesicht. Da hinten ist ein Hai, der will unser Boot kosen. Koser oder was? Das ist das Wort der Folge, ne? Hör auf damit! Hör doch auf! Ich will das nicht! Ich halte das nicht mehr aus. Jetzt wird nur noch kosen gesagt. Ey, kann er auch nicht aufhören. Nein, Pfeile bleibt hier. Da, so ein Pimmelrezept brauche ich nicht. Machen wir auch wieder so ein Wassertempel? Wie, auf dem Boot, oder was? Ja, wir hatten noch immer so ein Wassertempel. Ja. Der All Spring. Der All Spring. Was, da hinten ist eine Liebesinsel. Liebesquelle. Zeig mir die Liebe, die in deinem Wasser steckt. Oh, die sieht aber komisch aus. Hä? Haben wir schon mal so eine gesehen? Weiß ich nicht. So eine Zwillingskoser-Insel? Vielleicht liegt das an diesem Neodym-Magneten, den du neuerdings in dein Wasser steckst. Hä, Moment mal, ist das nicht die... ist nicht Savannah Island. Doch, das ist doch die, von der wir gerade kommen. Nein, das ist nicht Savannah Ale. Oder ist es doch Savannah... Nee. Hä? Das ist doch die, von der wir gerade weggefahren sind, oder nicht? Nee, die sieht anders aus. Doch gar kein, guck mal, das ist doch nicht ein Haufen Trailers drauf. Stimmt, was ist das? Was ist das? Neue geheime Insel, Easter Egg. Oh, ich glaube, ich sehe schon Lamas rumlaufen. Ich habe, glaube ich, da ein Tier gesehen. Ja, ein richtiges Lama-Auge, ne? Also du hast ein Lama-Auge. Im Nebel habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Lama war. Es könnte... Ey, was ist das denn für eine Insel? Sowas haben wir noch nie gesehen. Nee, also so eine Insel habe ich noch nicht gesehen. Nee, so ein Lama, sowas habe ich an einem Lama noch nie hängen sehen. So ein Lama habe ich noch nie gesehen. Hast du jetzt eigentlich deine Lama-Kanone endlich gebaut? Nein, habe ich ja nicht. Ja. Wo ist hier denn noch Lama? Erde hast du auch noch nicht. Der Folge kriegen wir es eh nicht mehr hin. Erde hat er auch noch nicht. Klar, ich habe Sack voll Lehm. Ja gut, hier können wir Erde sammeln. Du brauchst aber Erde, nicht Lehm.
Hab ich auch. Schmutz brauchst du. Schmutz. Labers ja, lieben Schmutz. Ja, ja, deswegen sind sie auch so gierig. Schmuddelaber. Sehen sich so nach dir. So, dann machen wir einen Anger. Anger. Anger raus. Es müsste irgendwas geben, dass man alle Motoren auf einmal irgendwie entsaften könnte, ne? Dass sie. Weil es ist doch echt ätzend. Jetzt haben wir schon 6 von diesen Hebel, die wir umkippen müssen. Irgendwann haben wir 20. Meinst du, so viele Motoren werden wir? Ja, klar, haben? Du willst ein Casino haben, du willst. Ja, du willst so viele Dinge. Die Kinder schreien ja auch, wann geht Casino los? Hab Groschen gesammelt auf Straße. Die wollen ihre Groschen ausgeben in unserem Casino. Kaugummiautomat leergeräumt. Oh, da geht's auch noch ordentlich nach unten. Mit Feuerzeug aufgeschmolzen. Da geht's ordentlich nach unten. Alter, aber das erforschen wir beim nächsten Mal. Ich wollte nur mal hier kurz... Ja, klar, natürlich. Direkt schon sein Lama aussuchen. Nur das will ich schenken. Ich wollte nur mal hier eine kleine Lama-Schau machen. Okay, Lama ist da. Er langt den Lamas auch noch in den Mund und prüft die Zähne und so. Das ist echt, das erinnert an andere historische Gräueltaten. Ich beobachte sie in der freien Natur. Du denkst, oh, lass uns mal eine Kanone bauen und sie guck mal, wie der durchdreht, wenn er dich hier im Hintergrund sieht. Nein, bitte nicht. Ich bin schon längst wieder auf dem Raft. Längst wieder auf dem Raft. Der böse Mann am Grill, hat er geschrien. Bist du am Grill rein zufällig? Ah ja, du stehst da auch, ja. Am Eiergrill. Ja, ich hab halt Makrelen. Ich brauch Makrelen, Junge. Makrelen. Ich muss Makrelen. Ich muss mal Makrelen grillen. Am Makrele mal hier drauf, du. So. Weil uns geht nämlich langsam das Essen aus. Nee. Hier oben sind super viele Bienen. Wir brauchen unbedingt so eine Bienenplantage. Ja, ich bin allgemein für mehr Plantagen. Klar, natürlich kannst du Bienen essen. Was? Wer ist denn Bienen? Thailänder. Alter. Die essen doch keine Bienen. Ich wette, die essen auch Bienen. Nein. Ah, ich wäre mir da nicht so sicher. Okay, gucken wir. Okay, warte. Baked Beans Moment, vielleicht, aber... Kann man Bienen essen? Ich muss raus. Ich bin angegriffen von... Oh, hier oben sind Schweine. Ja, natürlich. Ich wäre auch angegriffen worden, wenn ich so dumme Fragen hier, Bienenmaden stelle. Essen die. Ja, Bienenmaden, das sind aber keine Bienen. Ich wette, die essen auch Bienen, so schön junggereifte. Nein, kein Mensch isst Bienen. Okay, wir werden das vertiefen in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Lasst eine Bewertung da. Der Mann ist doch geisteskrank. Aber immer wenn wir hier dieses Spiel spielen, isoliert, auf hoher See, kommen dir die skurrilsten Ideen. Mir kommt die Idee, du bist der die Bienen essen will. Ich sag, kein Mensch isst Bienen. Das ist doch nicht skurril. Das ist ein ganz normaler Gedanke. In Asien gelten Bienen schon lange als Delikatesse. Ha? Nun will er sie auch in Europa salonfähig machen. Der Bienenkoch. Also, Alter. Haben wir's doch. Warum ist ein Foto von dir? Wahrheit.org hat er wieder geschaut. Nein, hier. Die große Bienenmenschenverschwörung. Nein, es steht hier. Der große Bienenkoch. Der große Bienenkoch, deswegen sterben die auch aus. So ein Unsinn. Hier, Biene auf Kresse. Es steht hier wirklich Biene auf Kresse. Ja. Neben Suppen, Hauptgerichten, Snacks und Desserts verarbeitet der Bienenkoch sogar sie in einen Longdrink. Ja, schön. Der Hai frisst unseren Schlongdrink. Nee, so schnell bin ich nicht mehr da. Nee, da hat er geknuspert. Schlongmann, egal, setz dich Neues hin. So, können wir jetzt aufhören? Ja, danke. Da kannst du erstmal Power, kannst du ja erstmal schön Bienenshake kannst du dir gönnen. In Asien ist es schon ein Hit. Ja.